Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Heute geht es um das Thema Ebullioskopie und Kryoskopie. Was heißt das? Wir wollen kleinste Verunreinigungen in unser Lösungsmittel geben und wollen dann feststellen, wie sich der Siedepunkt erhöht und der Schmelzpunkt erniedrigt. Wozu braucht man das überhaupt? Im Winter zum Beispiel streuen Sie ein Salz auf die Straße, um das Salz zum Schmelzen zu bringen. Das ist ein Beispiel für Kryoskopie. In der chemischen Synthese machen Sie in der Regel eine Schmelzpunktanalyse, um festzustellen, ob die Substanz, die Sie hergestellt haben, rein ist oder noch verunreinigt. Und zwar nehmen Sie ein Schmelzröhrchen, geben ein kleines bisschen Ihrer Substanz dazu, stellen den Schmelzpunkt fest und schauen sich an, ob der Schmelzpunkt dem des Reinstoffes entspricht oder ob dieser erniedrigt ist. Man kann das auch umgedreht positiv verwenden, indem wir zum Beispiel analysieren, wie der Siedepunkt sich eines Lösungsmittels verändert, wenn wir eine unbekannte Substanz in das Lösungsmittel geben und können daraus die Molmasse dieser unbekannten Substanz feststellen. Das macht man sehr gerne bei großen Molmassen, wie zum Beispiel bei Proteinen. Wie das Ganze genau geht, das erläutere ich jetzt. Schauen wir uns die Ausgangssituation an. Wir haben eine Lösung, in der kleine Verunreinigungen sind, und wir wollen jetzt die Siedepunktserhöhung angucken und gucken uns die Dampfphase oberhalb dieser Lösung an. Wenn wir jetzt uns überlegen, dass das chemische Potenzial der Gasphase ja dem chemischen Potenzial der Flüssigkeit ist, gleich ist, wenn das Ganze im Gleichgewicht vorliegt, dann können wir noch zusätzlich berücksichtigen, dass das chemische Potenzial in der Flüssigkeit noch korrigiert werden muss durch den Term RT-ln-XA. XA ist jetzt der Molenbruch des Lösungsmittels, damit wir das tatsächliche chemische Potenzial berechnen. Diese Gleichung können wir umstellen und können das auflösen nach ln-XA. Und das ist dann die Differenz zwischen den chemischen Potenzialen der Gasphase und der reinen Flüssigkeit dividiert durch RT und T ist dort der Siedepunkt dieser Lösung. Und die Differenz der chemischen Potenziale ist nichts anderes als die freie Verdampfungsenthalpie des reinen Lösungsmittels. Wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass wir die Gibbs-Helmholtz-Gleichung verwenden können und können Delta G ersetzen durch Delta H minus T Delta S und zusätzlich berücksichtigen, dass die Verdampfungsentropie einer Substanz gegeben ist durch die Verdampfungsenthalpie des reinen Lösungsmittels dividiert durch den Siedepunkt des reinen Lösungsmittels. Das setzen wir alles ineinander ein und erhalten dann den Ausdruck ln-XA ist nichts anderes als Delta HV durch RTS minus Delta S durch R. So, und jetzt können wir eben das Delta S noch ersetzen und können auch noch überlegen, dass wir ja eine Verunreinigung vorliegen haben. Wir können also unser XA ersetzen durch 1 minus XB und XB ist diese Verunreinigung, der Molenbruch der Verunreinigung. Zusätzlich ist dieser Molenbruch ja sehr, sehr klein im Verhältnis zu 1. Das heißt, den Logarithmus von einer Zahl, die nur unwesentlich verschieden ist von 1, können wir auch ersetzen durch das minus XB mathematisch. Und wir erhalten damit einen Zusammenhang zwischen dem Molenbruch der Verunreinigung XB, das ist gleich minus Delta HV, der Verdampfungsenthalpie des reinen Lösungsmittels, dividiert durch R, mal 1 durch TS, das ist also der Siedepunkt unserer verunreinigten Lösung, minus 1 durch TS, das ist der Siedepunkt des reinen Lösungsmittels. Jetzt ist die Verunreinigung so, dass die Siedepunkte sehr ähnlich sind. Und wenn wir das mathematisch jetzt die Differenz zwischen 1 durch TS und 1 durch TS Stern bilden, können wir das auch ungefähr gleichsetzen mit Delta T durch TS Quadrat. Und das TS Quadrat ist der Siedepunkt der reinen Substanz. Ja, das ist also eine Näherung. Formen das Ganze nochmal um. Und dann erhalten wir einen Zusammenhang zwischen der Siedepunktserhöhung Delta T und dem Molenbruch der verunreinigten Substanz XB. Und dann haben wir hier noch einen Klammerausdruck, in dem alle möglichen
Konstanten zusammengefasst werden, nämlich RTS des reinen Lösungsmittels im Quadrat geteilt durch Delta HV, der Verdampfungsenthalpie des reinen Lösungsmittels. Und dieses, was in der Klammer ist, das ist wirklich nur bezogen auf das reine Lösungsmittel und hängt nur vom Lösungsmittel ab und nicht von dem, was wir in die Lösung als Verunreinigung dazugegeben haben. Jetzt verwendet man häufig nicht den Molenbruch, sondern man nimmt die Molalität einer Lösung. Dabei nutzen wir aus, dass NB dividiert durch NA plus NB angenähert werden kann als das Verhältnis von NB zu NA. NA ist die Stoffmenge des Lösungsmittels und NB ist die Stoffmenge der Verunreinigung, weil wir eben diese kleine Verunreinigung im Nenner vernachlässigen und können dann noch zusätzlich anstelle der Stoffmenge des reinen Lösungsmittels die Masse, die wir einwiegen, des Lösungsmittels verwenden. Also in anderen Worten, wir arbeiten mit der Molalität, die Stoffmenge der Verunreinigung dividiert durch die Einwaage des Lösungsmittels. Und wir erhalten dann den Ausdruck Delta T ist gleich KB mal B. B ist die Molalität und KB ist die ebullioskopische Konstante des reinen Lösungsmittels. Wir können also eine unbekannte Substanz einwiegen, die Masse einwiegen, geben das in unser Lösungsmittel, gucken uns die Siedepunktserhöhung an und können dann ausrechnen, indem wir die Einwaage des Lösungsmittels zusätzlich bestimmt haben, wie nachher die Molmasse unserer unbekannten Substanz ist, indem wir eben diese Siedepunktserhöhung bestimmen. Ganz analog können wir das Ganze herleiten für die Schmelzpunkterniedrigung. Und dort ist der Zusammenhang Delta T ist gleich Kf mal B und Kf ist die sogenannte kryoskopische Konstante. Ist ganz analog wie die Siedepunktserhöhung. Und jetzt wissen Sie, was passiert, wenn Sie ein Salz auf die Straße streuen und damit das Eis auf Ihrer Straße zum Schmelzen bringen.